Vor 2,5 Jahren hatte der Stadtrat den Bebauungsplan Industrie- und Gewerbegebiet Grenzstraße für das ehemalige Kova-Plast-Gelände beschlossen. Im letzten Jahr war dann der lang erwartete Zuwendungsbescheid zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur des Freistaates Sachsen über knapp 10 Millionen Euro eingetroffen. Im April 2023 war der Baustart im ehemaligen Kova-Plast-Gelände. Seitdem rollen hier die Baufahrzeuge. Nach dem Bau einer provisorischen Erschließungsstraße war mit Rückbauten und ersten Tiefbaumaßnahmen begonnen worden. Zudem wurden bzw. werden fast alle Gebäude abgerissen. Auch der 55 Meter hohe Ziegelstein-Schornstein des einstigen Kova-Plast-Heizhauses musste dafür weichen. Der war Anfang des 20. Jahrhunderts von der Kötitzer Ledertuch- und Wachstuchwerke AG errichtet worden. Ein Rückbau wäre zu aufwendig gewesen, so kam nur eine Sprengung in Frage. Dabei kommt natürlich ein entsprechender Stoff zum Einsatz, der erst einmal völlig harmlos aussieht. Der Laie könnte vermuten, dass es sich hier vielleicht nur um Knetmasse oder feine Leberwurst handelt. Ja, das ist Sprengstoff, ist das. Das ist ein gelatinöser Sprengstoff, der hier verwendet wird. Und hier haben wir gebohrt 18 Löcher im Außenkamin und 10 Löcher im Innenkamin. Und da kommt eine kleine Ladung rein, die wird aufgeteilt und wird auch elektrisch gezündet. Sprengstoff verwenden wir hier ungefähr 3 Kilo für diesen Schornstein. Aufgrund der nicht ganz ungefährlichen Sprengung war bereits Stunden zuvor eine Sperrzone um das ehemalige Kova-Plast-Gelände eingerichtet worden. K3 hatte die einmalige Gelegenheit, einen beeindruckenden Blick in das gut 100 Jahre alte Bauwerk zu werfen. So sieht es also aus, wenn man in die Röhre schaut. Zugegeben, dieser Begriff ist aber ein wenig zu salopp. Also wir bezeichnen das eigentlich als Schornstein oder Kamin dafür. Also das ist ein gemauerter Kamin mit einem gemauerten Innenkamin. Und der wird zwecks Renaturierung hier dieses Geländes oder wie nennt man das dann eben, Rekultivierung umgelegt, weil das eben dann eben einfacher ist als ein Handabbau. Der Schornstein musste also umgelegt werden, so heißt es in der Fachsprache. Dafür waren vorher umfangreiche und nicht ganz sanfte Vorbereitungen notwendig. An dieser Esse, da haben wir praktisch hier die Fallkeile rausgeschnitten, die sieht man ja an der Seite hier, und die Bohrlöcher für den Sprengstoff gebohrt. Auch am Innenkamin wurden diese Sachen rausgeschnitten, die Fallkeile, und auch gebohrt. Und die Löcher werden dann geladen. Und dann wird diese Sprengzone, die man sieht, wo die Löcher hier dran sind, die wird gesprengt und dann verliert er die Stabilität und kippt dann in die vorgegebene Richtung. Der alles entscheidende Augenblick für die handelnden Akteure, Presse und Zuschauer war dann der Moment, wo die Sprengung letztlich aktiviert wird. Und das geschieht schon lange nicht mehr mit Streichholz und Zündschnur. Ja, das machen wir heute elektrisch. Da kommt in jedes Bohrloch der Sprengstoff und ein elektrischer Zünder. Die werden dann in Reihe geschaltet. Dann kommt eine Kabeltrommel, das ist ein Kupferdraht, der wird dann ausgewickelt auf 200 Meter, eine Zündmaschine angeschlossen. Dann werden die Zeichen gegeben, die vorgegeben sind, und dann wird auch gezündet. Vor jeder finalen Sprengung stellt sich die Frage, fällt denn der Schornstein auch wirklich um und vor allem in die vorgegebene Richtung? In den allermeisten Fällen klappt das sehr genau. Ja, ich sage mal zu 99% schon. Es kann auch schon mal was sein, wenn irgendwie Eisen mit drin sind, wo man das nicht weiß oder man hat gar keine Unterlagen dafür, dass er sich verdreht oder dann vielleicht doch woanders hinkippt. Das ist alles schon passiert. Also das kann man ja auch im Internet verfolgen dann. Die Spannung unter allen Anwesenden stieg dann so richtig kurz vor 15 Uhr, als das erste Signal ertönte, dass die Sprengung unmittelbar bevorstünde. Kurz danach das zweite Signal. Sprengung beginnt. Und Punkt 15 Uhr war es endlich soweit. 3, 2, 1, Sprengung! Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer, so auch diesmal. Denn das eigens hergerichtete Fallbett wurde gerade noch so getroffen. Die grüne Markierung zeigt, wo genau die Esse hätte liegen sollen. Die rötliche Kennzeichnung verdeutlicht die tatsächliche Fallabweichung von etwa 6 Metern.
Vom Geschäftsführer der Reisch Sprengtechnik GmbH und Sprengmeister Eduard Reisch war zu erfahren, warum die Spitze des Schornsteins nicht ganz korrekt im Fallbett gelandet war. Erst nach der Sprengung hatte man sehen können, dass der Kamin eingemauerte Eisenringe hatte. Und diese kämen als Ursache für die um 6 Meter verzogene Fallrichtung sehr wahrscheinlich in Frage. Die Sprengung und der Fall eines sehr hohen Bauwerkes grenzt immer wieder für viele Menschen an eine Sensation. Die Zeitspanne vom Knall bis zum Fall ist äußerst kurz, aber genau deswegen ist ja auch solch ein Ereignis so spannend. Nur im Film lassen sich diese Sekunden beliebig oft wiederholen, zumal man ja auch mit mehreren Kameras aufzeichnen kann, bis hin zu einem Flug mit der Drohne. Trotz dieser Perspektive lässt sich nur erahnen, dass hier jetzt noch rund 500 Tonnen an Ziegeln herumliegen. Auf dem Gelände sollen bis 2025 rund 30.000 Quadratmeter kommunale Gewerbefläche geschaffen werden. Investoren können Flächen zwischen 2.000 und 4.000 Quadratmetern erwerben und bebauen. Erste Anfragen aus verschiedenen Branchen liegen bereits vor. Mit dem Gewerbegebiet Grenzstraße wird deutlich sichtbar ein Kosbiger Markenzeichen in die Realität umgesetzt. Alte Industrieflächen werden revitalisiert und als Gewerbefläche erschlossen. Die sogenannte grüne Wiese bleibt in Coswig eine grüne Wiese.